Eigentlich müsste mich ja ganz Deutschland unterstützen mit dem, was ich tue. Aber ich werde nicht von irgendwelchen Organisationen unterstützt. Motto, der wird nicht unterstützt. Wisst ihr, was ich sogar ein bisschen glaube? Dass der vom Verfassungsschutz beauftragt wurde. Dieser Amir wurde als Lockvogel geschickt. Weil guck mal Leute, in letzter Zeit hört man gar nichts mehr von irgendwelchen Terroristen, Salafisten. Und das ist das, was dem Staat Sorgen macht. Es wird immer schwieriger, so gefährliche, radikale Leute zu finden. Weil heutzutage weiß doch jeder, dass WhatsApp ausspioniert wird. Jeder weiß, dass Facebook ausspioniert wird. Jeder weiß, dass Telefonate mit abgehört werden. Und dann wissen doch diese gefährlichen Leute, dass sie gar nicht erst am Telefon irgendwelche Pläne machen. Dass sie gar nicht erst auf Facebook irgendwelche bestimmten Seiten liken. Und das ist, was dem Staat Angst macht. Dann denken die sich, ey, das neueste Medium und das gehypteste Medium ist zurzeit YouTube. Was ist nach seinen Videos passiert? Mehr und mehr Leute haben so zu dem Statements abgegeben. Der redet jetzt extra so mit, ja, ihr seid nur Muslime, wenn ihr Ungläubige tötet, dies, das. Damit irgendwann mal so einer kommt mit so einem Bart vor die Kamera geht und sagt, ja, was der Amir sagt, der hat recht, wir sind nur Muslime, wenn wir Ungläubige töten. Und dann wissen die, wo die beobachten können. Deswegen kommentiert auch gar nicht bei dem. Der will doch nur, dass Leute dem irgendwelche Morddrohungen schicken und so. Damit der Verfassungsschutz vielleicht gucken kann, ey, diese und diese Leute schicken dem Morddrohungen aufgrund seiner islamkritischen Aussagen. Okay, diese Leute könnten radikal sein. Und dann beobachten die euch. Entweder ich bin gerade paranoid schizophren geworden, weil ich mit dem zu lange gegeben habe. Oder an meiner These ist was Wahres dran.